Wie war Ihr Essen? Geht es Ihnen gut? Sie ist allergisch gegen Erdnüsse. Es gibt keine Erdnüsse in meinem Menü. Sie erstickt. Ich rette sie. Willst du sie umbringen? Ich werde intubieren. Sie wird wieder atmen können. Nicht nötig. Es geht mir gut. Sie glauben, Sie können Henry Jones in seinem eigenen Restaurant tricksen? Entschuldigen Sie, es tut mir so, so leid. Nein, Schätzchen. Eine Entschuldigung ist nicht genug. Sie werden für alles bezahlen. Okay, gut. Gott, ich bin umgekippt. Autsch! Nicht so schnell, Prinzessin. Sie werden alles zurückzahlen, was Sie gegessen haben. Sie schienen meine Gefangene zu sein. In Wirklichkeit war ich es, der ihr in die Falle ging. Mein Name ist Henry und dies ist meine Liebesgeschichte. Gefällt es Ihnen, meine Tränen zu sehen? Eigentlich schon, ja. Seien Sie nicht so kindisch, das ist nur eine Reaktion auf die Zwiebeln. Und Sie sind nur eine Diebin. Schneiden Sie dünner. Ich kann nicht mehr. Ich brauche frische Luft. Henry Jones lässt sich nicht darauf ein. Weiterschneiden. Verdammt, ist das Ihr Ernst? Was ist denn los mit Ihnen? Hilfe! Irgendjemand! Okay, bleiben Sie hier. Ich hole etwas Wasser. Henry Jones. Diese Betrügerin ging mir wirklich auf die Nerven. Egal wie ich versuchte, sie zu finden, es brachte nichts. Biss? Hey du! Wo ist meine Geldbörse? Lass mich in Ruhe, ich habe nichts! Das erzählst du der Polizei. Du kommst mit mir. Hey, Kumpel. Ich hab sie schon. Du hast sie? Ja. Ich hab sie für die Nacht bezahlt. Ich bin ein Kunde. Ich hätte mich umdrehen und gehen sollen, aber etwas zwang mich, sie zu beschützen. Das ist mir egal. Sie wird nirgendwo mit dir hingehen. Okay. Aber du bekommst sie auch nicht. Okay, komm. Steig ins Auto. Komm schon. Oder ich erzähle es den Bullen und du verrottest im Gefängnis. Hör schon auf, herumzuspinnen. Komm schon. Hilfe! Hilfe! Also, das wirst du bereuen, du Abschaum. Gut, du bist in deiner Küche. Warum bekomme ich Probleme jedes Mal, wenn ich dich treffe? Geh zum Teufel, Henry Jones! Ich hab dich die ganze Straße entlang geschleppt. Warte. Setz dich da drüben hin. Was willst du noch von mir? Dass du was isst. Ich habe es heute Morgen gemacht. Ich brauche dein... Okay, ich habe Hunger. Hm.
Noch nie hat jemand meine Speisen mit solchem Appetit gegessen. Noch nie hatte mein Essen jemanden so glücklich gemacht. Es schien, dass ich mein ganzes Leben lang nur für sie zu kochen lernte. Aus deiner Unterkunft? Nein. Okay, von diesem Tag an wirst du hier leben und mir in meiner Küche helfen. Ich brauche keine Hilfe. Niemand sagt mir Nein in meiner Küche. Alles, was ich hören will, ist Ja, Chef. Kapiert? Ja, Chef. Gut gemacht. Jeden Tag brachte ich ihr bei, Geschmäcker, Gerüche und Sinneseindrücke zu verstehen. Sie saugte alles gierig auf. Ich konnte nicht aufhören, mit ihr zu reden. Mit jeder Sekunde, die verging, verliebte ich mich immer mehr in sie. Okay, Leute, los, 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 los! Ist das Beef Bourguignon fertig? Ja, Chef! Ja, Chef! Zwei Schnitzel! Ja, Chef! Gehst du mit mir auf ein Date? Ja, Chef! Warte, was? Zu spät, du hast zugesagt. Chef, ein Gast möchte Sie sehen, um sich für das Essen zu bedanken. Ich komme sofort. Ist alles in Ordnung, Sir? Das ist das beste Essen, das ich jemals hatte. Haben Sie Beschwerden bezüglich des Essens, Sir? Ja. Warum macht mir ein 50-Euro-Callgirl ein 250-Euro-Essen, ha? Huh? Sei still. Und ich dachte, ich bin hier in ein edles Restaurant gekommen. Und was kommt dann? Ein Obdachloser, der mir die Nachspeise serviert. Oder was? Mister, seien Sie bloß vorsichtig. Dieses Gericht kann Sie krank machen. Raus aus meinem Restaurant. Niemand wird mehr hierher kommen. Emily. Emily. Wo willst du denn hin? Ich komme nie von diesem Stigma los. Ich werde immer ein Straßenmädchen sein. Es ist mir egal, was die denken. Ich werde dich nicht gehen lassen. Henry. Bitte. Ich bin es gewohnt, ein wertloses Leben zu führen. Aber ich werde mir nie verzeihen, wenn ich deine Karriere ruiniere. Deinen Ruf. Oder dein Leben. Bitte, lass mich gehen. Sie hatte recht. Ich musste sie gehen lassen, zum Wohle meines Restaurants und meiner Gäste. Aber in diesem Augenblick war mir all das egal. Oh, du kommst also zurück, wo du hingehörst. Zur Hölle. Du schuldest mir noch mein Geld. Komm her. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst es lassen? Kumpel, habe ich dir nicht gesagt, du... Das war für meine Nase. Und das ist für meine Braut. Braut? Ja. Wenn dich jemand beleidigt, habe ich das Recht, ihm in den Arsch zu treten. Natürlich, wenn du es auch willst. Aber... Nein, 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 nein. Wie antwortet man? Natürlich weiß ich eine Antwort. Ja, Chef. Emily machte mir klar, dass wahre Liebe nichts mit Gesetzen oder sozialem Status zu tun haben. Sie bricht plötzlich in dein Leben ein, stiehlt deine Geldbörse und dann dein Herz.